Hallo, guten Hallo, Morgen. guten Morgen, Herr Kiro, Dinner for Dogs. Herr Kiro, ich rufe an wegen Ihrem Interesse an unserer Tiernahrung für Hund oder Katze. Bin ich da bei Ihnen richtig? Ich habe drei Hunde da, richtig? Sehr schön. Was haben Sie für Hunde? Pitbull. Oh, so viele und das noch so große. Sehr Da, schön. die Sie kommen wunderbar aus, besser mit Menschen als mit den anderen ja. Pitbull, aber wunderbar funktioniert. Alles gut, das wollte ich auch gar nicht bezweifeln. Nein, Letztendlich liegt viele es immer an Menschen der. immer Angst haben, gehen andere Nein. Straßenseite und dann, wenn ich Ja. zeige, komm mal her, Blöd, sagst du, gehst du nicht um mit meinem Hund, hol ich Telefon raus und zeig denen, wie Hunde mit meinem Sohn spielen. Und Genau. die Es können die, so weit kann die Klappe gar nicht aufgehen bei manchen Leuten. kommt ja immer auf die Erziehung drauf an, ne? Das ist richtig. Ich finde ja, Genau. müsste diese dämliches Hundeführerschein müsste Pflicht für alle Leute sein. Wenn Ja. ich also sehe, wenn da Genau. Leute kommen mit so Hunden, sieht aus wie Meerschweinchen, Ja. der sich schlimmer benehmen als alles, was Menschen denken, was ein Kampfhund, Genau. Anführungszeichen, Kampfhund machen. Genau. Weil man immer meint, den kleinen Hunden traut man die Bösartigkeit oder Bosartigkeit gar nicht zu, ne? So ist es wie bei Ja? Menschen. Du musst mal gucken, Napoleon und Hitler waren auch klein. Hat die auch nicht interessiert. Sehen Sie, genau. Das ist Herr so. Kiro, füttern Sie Ihren drei Hunden Nass- oder Trockennahrung? Oder meistens trocken und manchmal kriegen die dann so ein bisschen was extra, Genau, wenn die mal genau. nicht den Garten umgegraben haben. Das kriege ich denen langsam abgewöhnt. Aber hey, die wollen halt den Maulwurf haben. Wenn sich Genau. das da bewegt, dann sag ich immer, Genau. da ist Herr Maulwurf, da ist Herr Maulwurf und dann geht das los. Füttern Sie da eine bestimmte Marke? Also, ja, nachdem, wo ich gerade einkaufen, dann das mitnehmen. Okay. Herr Kiro, wie schwer sind die drei insgesamt? Das müsste ich jetzt nachwiegen. Die sind schon ausgewachsen. Also, Okay. was haben die? 25, würde ich Einer, sagen, ja, vielleicht. mindestens, So genau. ungefähr um den Dreh. Genau. Weil das sind Ja. ja schon richtige Kavenzmänner. Was da. Ja, muskulös. Natürlich, du hast Fantastisch. gut trainierte Hunde, genau wie der Papa. Die Genau, dürfen leider okay. nicht mit zu Studio, aber wenn ich Nur die gut, vor dass. der Tür anbinde, kann ich alleine trainieren, weil die Leute Okay. Angst haben. Herr Kiro, ich wollte Oh. Ihnen gerne mal unsere Trockennahrung von Dinner for Dogs für Ihre drei Hunde empfehlen. Da, was ist das denn? Das ist eine hochwertige Nahrung in Lebensmittelqualität mit 78% der Rohstoffe Fleisch, ohne Zucker und Chemie, dafür aber reich an natürlichen Vitaminen, Mineralstoffen, weil die Nahrung auch geeignet ist bis ins hohe Seniorenalter. Okay, das Das Ganze sind jetzt bitte nochmal für Blöde, ich habe kein Wort verstanden. also hochwertig mit Fleischanteil 78%. Also viel Fleisch da, richtig? Jawohl. Ah, okay. Ohne Zucker, Zucker. keine Farb und keine Konservierungsstoffe. Ja, schmeckt das dann überhaupt? Ja, Ah, okay. weil das Ganze artgerecht ist, Lebensmittelqualität mit Reis und Gemüse zubereitet für eine gute Verdauung. Artgerecht, also ich habe noch keinen Hund auf dem Reisfeld gesehen, der da die Das ist, Hacke schwingt und Reis anbaut. wir nehmen Reis, das ist quasi ein Ausgleich gegenüber künstlichen Zusatzstoffen. Ne? Wir Ich haben. verstehe. Aber die Idee ist trotzdem lustig. Weißt du, so ein Pitbull mit so Chinesenhut, dieser große runde Hut, wie der im Reisfeld steht. Das ist, das sieht doch bestimmt gut aus. Das muss ich mal meinem Sohn sagen, der kann so mit Photoshop machen. Genau. Nein, und Ich finde die die wir Idee gerade haben, so geil. Ich die habe lange nicht so lachen gelacht. mich gerade aus, ne? Nein, ich Genau. finde die Idee so toll. Genau. Entschuldigung, ich Nein. hatte so scheiß Tag gestern, das tut gut. Ja. Das ist halt die Wahl, weil das Ganze leicht und verdaulich ist, ne? Oh, das ist Und super. wir halt auf künstliche Zusatzstoffe verzichten. Also Was ist bekommt denn da drinnen? Will ich das wissen, was ich denn jetzt gerade gebe? Ich weiß ja nicht, wie heißt die Marke? Das ist von Edeka. Keine Ahnung, wie das K ist. Hm? Das kommt so in so große, mach Sack auf, schütt es in Container rein, Ja. Container zu und wenn wir brauchen, Container aufmachen. 12% der Rohstoffe Fleisch, 20% mehr haben sie leider aktuell nicht drin. Wie? Und was ist das Ja. andere 80% dann? Da müssen Sie bitte den Anbieter fragen, was die alles so damit reinpacken. Das weiß ich nicht, weil ich. Plastikmüll? Nein, das nicht, aber tierische Nebenerzeugnisse, ein bisschen Was für Dinger? viel Tierische
tierische Nebenerzeugnisse. Was heißt keine das? Schafswolle oder was? Keine gesunden Sachen, also nicht, die der Hund gut verdauen kann, Herr Kiro. Alter, das können die doch nicht verkaufen. Was soll ja, das? Ja, das sind, also die verzichten, die quasi, die packen dann noch sehr viele Bäckereierzeugnisse mit rein. Bedeutet getrocknete Brote, getrocknete Brötchen. Was? Das presst, ja, das kommt quasi damit rein. Das pressen die mit dem Fleisch zusammen als Breckis. Wie krank ist das denn? Was haben die für Probleme, dass die sowas machen? Es kommt immer, ja, weil das sehr günstig ist. Die machen das halt, die Herstellung ist bei denen sehr günstig. Deswegen bezahlen sie ja auch wenig für die Tüte. Ich finde so große Sack trotzdem ganz teuer. Ja, was bezahlen sie jetzt zum Beispiel für eine große Tüte? Weiß ich nicht, das holt meine Frau holt das immer. Und okay. Die sind immer so teuer und blöd und in die Nachhui und so. Ja. Aber also ich bei muss uns das ja holen, weil ich bin ja den ganzen Tag Luftschiffe bauen, dann muss ich das der Hundefutter holen. Also bei uns ist es zum Beispiel so, möchten Sie Nahrung einkaufen, bekommen Sie diese einmal portofrei mit der Post zum sinnvollen Kennenlernen geliefert mit der DHL. Tragen, schleppen macht der Postbote, Versandkosten bleiben bei Dinner for Dogs. Und eine 12 Kilogramm Tüte im Vergleich zu Ihrer Nahrung ist 45,95. Nochmal. Ich war gerade in Gedanken noch bei Postboten, weil ich den nicht leiden kann. Hab gesehen, so, wie der schleppt bei 30 Grad im Sommer. 12 Kilogramm? Da. Dinner for Dogs für einen Hund, für Ihren Hund, sag ich mal, ausreichend für anderthalb Monat, bezahlen Sie 45,95 €. Für einen Hund? Ja. Und für welchen von den drei? Oder ist egal? Das ist dann egal. Ich habe das jetzt von der Fütterungsempfehlung ausgerechnet, was sie mir gesagt haben, was ein Hund ungefähr wiegt. Ach so, wer macht denn diese Empfehlungen? Die Empfehlungen, das sind Erfahrungen, die wir gemacht haben, wie lange sie quasi mit einer Tüte pro Kilogramm Hund reichen. Das klingt nach einer interessanten Rechnung. Die würde ich bestimmt nicht verstehen. Sie brauchen bei Ihrem Hund, bei einem Hund, brauchen Sie am Tag gerade mal zwischen 340 und 370 Gramm Trockennahrung. So gefühlt essen die das Dreifache. Circa, genau. Weil 4% Fleisch haben Sie aktuell drin. Wir haben 70% Rohstofffleisch drin. Fleisch macht satt und nicht dick. Und deswegen reichen sie mit einer Tüte auch länger. Wenn das nur auch bei Menschen gehen würde, macht nicht das dick. Das wäre nicht verkehrt, genau. Die Tiere sind aber aktiver wie der Mensch. Die sind immer in Bewegung und demzufolge können die Nahrung dann, wenn es gut zusammengesetzt ist, auch besser verwerten. Wie meinen Sie das? Wenn Sie sehr aktiv sind, sehr sportlich sind etc. pp., können Sie ja die Nahrung, die Sie zu sich nehmen, auch anders verwerten als ein Mensch, der nur auf der Couch liegt. Ich komme durcheinander. Reden wir jetzt von mir wegen Fitness oder von dem Hunden? Eigentlich geht es hier nur um die Hundenahrung, Herr Kiro, die ich Ihnen natürlich auch gerne mal sinnvoll zum Kennenlernen anbieten möchte. Kirov bitte übrigens. Bitte? Kirov bitte. Kirov. Wie bei Kirov Luftschiffe, vielleicht kennen Sie das. Okay, ja, schon mal gehört. Da? Jetzt wissen Sie, wo die herkommen. Ja. Wenn Sie mal so Luftschiffrundfahrt machen müssten, können das Sie gerne Bescheid geben. Okay. Nein, ich lasse Ihnen von uns, Dinner for Dogs, gerne mal ein Heft zukommen, wo Sie sich belesen können. Wo was kann? Wo Sie sich über unsere Nahrung belesen können. Lesen, jetzt habe ich verstanden. Bin nur nicht ganz wach. Alles gut, wir kriegen das schon gemeinsam hin, Herr Kiro. Lange Nacht gewesen. Oh, wir haben doch heute erst Donnerstag. Ich hab Urlaub, Leon. Ah, sehr schön. Selbstverordnete Krankheit. Okay, Herr Kirov, wo darf ich die Probe hinsenden? Haben Sie eigentlich auch für Katzen? Was haben wir? Katzen. Katzennahrung haben wir auch. Na, weil meine Hunde mögen so gern Katze. Nein, sie füttern keine Katze, den Hund. Die dürfen auch nicht damit spielen. Da kann ich ja nicht abhalten. Alles gut. Haben Sie schon mal versucht, dazwischen zu gehen, wenn drei wütende Pitbull einen Katzen streicheln? Nein, das möchte ich auch gar nicht, um Gottes Willen. Aber wenn Sie keine Katzen haben, haben Sie auch keinen Nutzen von unserer Katzennahrung. Ja, vielleicht, das haben Sie tatsächlich auch noch. Katzennahrung, natürlich. Das heißt dann Dinner for Cats oder was? Dinner for Cats, genau. Ist das vielleicht besser für den Hund? Vielleicht denkt er dann weniger. Nein. Vielleicht in der fängt er an,
Das muss ja nicht sein. Dann würden sie sich ja genauso veralbert vorkommen, wie ich mich gerade eben. Nein, dann würde ich dann für dich YouTube-Kanal machen und würde sagen, ich habe einen miauenden Hund. Sie bekommen von mir jetzt eine Probe, wo Sie sich ein Bild machen von unserer Nahrung. Die Hunde haben mal was zum Kosten und wenn es gefällt, haben Sie ja die Möglichkeit, dann vielleicht auch Nahrung bei uns zu bestellen. Warum zum Kotzen? Ich dachte, das ist gutes Kosten. Essen. Ha? Sie müssen mir zuhören zum Kosten. Ach so, Entschuldigung. Ja, Sie sind wirklich noch nicht richtig wach. Ich merke das schon, okay. Das ist einfach so. Kann ich bei Ihnen auch Hotdogs bestellen? Nein, dürfen Sie nicht. Warum? Wir haben nur Hundenahrung. Oh, Sie können mir doch Herr Kiro, so. Ich muss weitermachen. Möchten Sie von uns eine Probe oder möchten Sie keine Probe? Was los ist? Aha, der Arbeitsdruck bei Callcenter? Ja. Warum lassen Sie sowas mit sich machen? Möchten Sie Praktikum bei Kirov Luftschiff machen? Das, ich brauche jemanden fürs Sekretariat. Alles gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel Spaß mit Ihren Hunden, Herr Kiro. Haben Sie auch Dinner vor Ziegen? Nein. Weil wir haben Ziegenbock hinten bei Stallstern. Der Aha. braucht auch Futter. Okay. Haben Sie nicht? Nein. Schade. Hätte ja sein können. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Den wünsche ich auch, das mit Daniel. Tschüss. Oh, die Nachricht. Vielen Dank an die Leute in Discord für die geilen Ideen mit den Hot Dogs und für die Frage, ob die Katzenfutter, wenn die Hunde das kriegen, ob die dann nicht mehr so viel bellen. Und nach Dinner vor Ziegen, vielen Dank an Brace und Isle of Cookies. Wenn ihr da auch mal Bock drauf habt, wenn ihr im Discord seid und ich gerade einen Anruf kriege und sich das zeitlich einrichten lässt, frage ich nach guten Ideen und setze die auch um. Dankeschön.